Erfrischendes Lächeln, sportlich noch vieles vor. Nach einigen Enttäuschungen hat Trainer gewechselt auf dem Wettkampfort. Freuen Sie sich, liebe Zuschauer, auf Jelena Sokolova, von der man nun wahrlich viel erwarten kann. Ja, sie ist im russischen Trio der Weltklasse Buterskaya, Slutskaya, Sokolova. Sicherlich die artistischste, die am schönsten. Aber das ist dann im Schaulaufen, Hendrik, denke ich, ganz normal. Ja, und ich finde, am Vortrag von der Russin Sokolova kann man noch viel besser die Leistung von Susanne Stadelmüller einschätzen, die ja hier unter schlechten Lichtbedingungen mal ebenso kurzen Dreifach Lutz hinlegte und den hat selbst die Olympiasiebte von 98 Sokolova nicht gewagt. Tulup in Zeitlupe. Elena Sokolova ist keine Sportlerin, die besonders hoch springt. Sie besticht halt durch ihre Drehgeschwindigkeit und hat auch bei ihrem Auftritt beim Cup of Russia wunderschöne Kombination dreifach Lutz Doppel Tulup gezeigt. Ja, war wie gesagt international im vergangenen Jahr dort nicht im Einsatz, wo sie sich sicherlich gesehen hätte, aber jetzt muss sie wieder angreifen. Eine ist ausgefallen, Soldatova startet nicht mehr für Russland, sondern ganz einfach Weißrussland. Ja. Gut, trotzdem wird es sicherlich einfach. Slutskaya, Buterskaya, Volchkova sind schon drei Gute dabei. Man muss sehen, wie es ihr gelingen wird, sich da durchzusetzen. Ja, freuen wir uns aber jetzt, liebe Zuschauer, auf das Paar, das eigentlich den Eiskunstlauf